Eine Übung der niederländischen Polizei. Streifenbeamte stürmen ein Drogenlabor. Versteckt in abgelegenen Scheunen und Ställen werden hier synthetische Drogen für den europäischen Markt produziert. Hier haben wir ein Beispiel für beschlagnahmte Drogen. Das sind Ecstasy-Pillen. Die Drogenmafia bedroht alle, die sich ihr entgegenstellen. Felsbrocken schützen Rathäuser vor Autobomben. Und überall schweigen die Bauern aus Angst. In der Nähe der niederländischen Stadt Tilburg, früher Vormittag. Zwei Drogenspezialisten der Polizei auf dem Weg zu einem Ort, an dem sie ein Jahr zuvor eine Razzia gemacht haben. Außer einem Hund ist niemand zu sehen. In dieser Scheune war ein Drogenlabor versteckt. Die Türen wurden nach der Razzia damals amtlich versiegelt. Doch jetzt ist das Siegel zerstört. Die sind beide aufgebrochen. Das hier ist vom Rathaus. Sie wissen nicht, ob sich im Moment jemand dort aufhält. Dann laufen wir alle mal an der Seite herum. Solche einsam gelegenen Scheunen sind ideal für illegale Drogenlabore. Hier kommt nur selten jemand vorbei. Tür ist open. Ja, Polizei. Hier ist nichts. Freek Pecht und sein älterer Kollege Erik Paskier glauben zwar nicht, dass sich jemand hier versteckt hält, aber ganz sicher können sie nie sein. Freek Pecht will nicht ausschließen, dass jemand nach Laborzubehör gesucht hat. Das Drogenlabor befand sich damals hinter einer Zwischenwand. Es riecht noch immer nach Chemikalien. Der Geruch, der jetzt noch hier drin ist, der war sehr stark, als wir an dem Tag hierher kamen, als es den Tipp gab. Wir erhielten einen anonymen Hinweis auf eine verdächtige Situation in diesem Haus, bei der es um einen merkwürdigen Geruch und merkwürdige Aktivitäten ging. Und als der Hinweis kam, dachten wir schon an ein Drogenlabor. Die Kollegen begaben sich sofort auf das Gelände. Ich bin auch sofort hierher gekommen. Das Festnahmeteam hat sich Zutritt verschafft, weil wir nicht sicher waren, ob noch jemand hier ist. Und hier, in diesem Raum, war ein funktionierendes Drogenlabor. Ein Video der Polizei, kurz nach der Razzia. Überall stehen Fässer, randvoll gefüllt mit flüssigen Abfällen aus der Produktion. Ätzende Säuren, lebensgefährlich. Das ist ein Produktionslabor gewesen, in dem das MDMA-Öl hergestellt wurde. Und das Öl wurde dann anderswo hingebracht, um daraus Ecstasy-Pillen herzustellen. Wenn man also diese Scheune betritt, sieht man nur eine Wand am Ende und weiß nicht, dass sich dahinter noch ein Raum befindet. So machen sie das. Also wer hier zufällig hineingeht, der sieht nicht sofort, dass hier ein Drogenlabor steckt. Die Polizisten in Brabant haben in den vergangenen Jahren mehrere hundert heimliche Drogenlabore ausgehoben. Es gibt Merkmale, die fast immer gleich sind. Verräterisch ist vor allem der Gestank, falls er aus dem Gebäude entweicht. Schauen Sie sich die Einrichtung an. Dies ist typisch für ein Drogenlabor. Sie bauen mit Dämmplatten und versuchen, den gesamten Raum luftdicht zu machen, zu isolieren. Es wird viel PU-Schaum verwendet, um alle Spalten und Risse abzudichten. Und dann hängen sie eine Reihe von Filtersystemen an die Decke. Es sind die Filtersysteme, die hier angeschlossen werden. Dies ist der alte Schornstein des Gebäudes, aus Stahl, glaube ich. Und daran montieren sie die Lüftungsrohre. Bei der Begehung finden sie keine Hinweise, ob hier jemand war.
Sie werden der Stadt Tilburg Bescheid geben, das Siegel zu erneuern. Zurück in die Polizeiinspektion. Freek Pecht ist der Koordinator für synthetische Drogen in der Region um Tilburg. Er hat viel zu tun. Die Geschäfte der diversen Drogenbanden laufen auf Hochtouren. Es geht landesweit um ein paar Milliarden Euro. Brabant ist das Zentrum der europäischen Drogenproduktion. Hier haben wir ein Beispiel für beschlagnahmte Drogen. Das sind Ecstasy-Pillen. Und in einer solchen Ecstasy-Pille befindet sich der Wirkstoff MDMA. MDMA ist eine Droge, die in einem Drogenlabor in den Niederlanden hergestellt wird. Eine Ecstasy-Pille kostet in den Niederlanden im Durchschnitt 4,50 Euro. Die Herstellung einer solchen Pille kostet nur 20 Cent. Heute wissen wir, dass 85% der in den Niederlanden hergestellten Drogen ins Ausland gehen. Der Preis, den Sie als Händler beim Verkauf einer Ecstasy-Pille im Ausland erzielen, ist deutlich höher. Und im Drogenmilieu findet ein regelrechter Krieg zwischen rivalisierenden Gruppen statt. Wir sehen eine Menge Schusswaffen, viel Gewalt, die mit dieser Szene verbunden ist. Wir sehen, dass viele Morde in dem Milieu geschehen. Wir haben Hinrichtungen, wir haben Schießereien, Schüsse auf Menschen, Schüsse auf Häuser. Wir sehen Brandstiftungen in Drogenlaboren. Unter den kriminellen Gruppen gibt es auch Hass und Neid. Andererseits sehen wir auch, dass die Drogenkriminalität für viele Einwohner eine unsichtbare, fast unsichtbare Form der Kriminalität ist, weil sie selbst nicht so viel davon mitbekommen. Für viele Menschen in den Niederlanden ist das weit weg von ihrem eigenen Alltag. Es ist für viele Menschen in Nederland ein ver van je bed show. Die niederländische Provinz Brabant. Unzählige einsame Bauernhöfe. Ideale Verstecke für Drogenlabore. Femke van de Plaas arbeitet für einen Bauernverband, als Vertrauensperson für Landwirte. Sie will verhindern, dass Bauern der organisierten Kriminalität zum Opfer fallen. Das größte Problem bei dieser Rolle als Vertrauensperson ist, das Zutrauen dieser Landwirte zu gewinnen, damit sie sich trauen zu berichten, dass sie in der Klemme stecken. Zum Beispiel, ich habe eine Scheune, die ich für ein Drogenlabor vermietet habe. Davor hat sie im Justizministerium gearbeitet, kennt sich aus mit der Drogenkriminalität. Sie ist in der Gegend hier aufgewachsen. Das hilft ihr. Denn viele Bauern mögen keine Leute aus der Regierungsstadt. Ich denke, dass es schon etwas ausmacht, dass ich von hier bin und den Brabanter Dialekt spreche. Das macht einen Unterschied bei der Kontaktaufnahme. Wenn ich so sprechen würde wie jemand aus Den Haag, würde das eine Distanz schaffen. Die Leute auf dem Land hier trauen keinem Fremden. Und sie haben durchweg Angst vor der Kamera, über die Drogenmafia zu sprechen. Können wir mitkommen? Nein, das geht nicht. Das wollen die Leute nicht. Das ist nun mal so. Femke hat viele Bauern gefragt, ob sie für ein Interview bereit wären. Alle haben abgelehnt. Das große Schweigen vieler Menschen auf dem Land führt auch dazu, dass kaum über die Drogenlabore auf dem Land berichtet wird. Kokain, Amsterdam, Rotterdam, das sind die großen Themen. Das Haus vom Bauernverband, für den Femke van de Plaas seit ein paar Monaten arbeitet. Sie ist für die Bauern da, die nicht weiter wissen, sich aber dennoch nicht an die staatlichen Behörden wenden wollen. Mit ihrem Kollegen Hendrik Hoeksemar schaut sie einen Bericht des niederländischen Senders NPO3 an. Seltene Aufnahmen, wie die niederländische Polizei ein Drogenlabor stürmte. Die Angst der Bauern vor den Drogenbanden hat Gründe. Wir wissen ja auch, dass etwa jeder fünfte Landwirt von Kriminellen angesprochen wird. Und dass sie es nicht an staatliche Stellen weiterleiten. Man kann das auch anonym melden. Aber sie machen auch das nicht, weil sie so viel Angst haben, dass sie als Hinweisgeber auffliegen.
In diesem Sinn sind die Landwirte eigentlich genauso wie normale Bürger. Wenn man es mit solchen Kriminellen zu tun hat und mit so viel Einschüchterung und Gewalt, muss man schon sehr stark sein, um überhaupt zur Polizei zu gehen. Und die Bauern haben auch vorher nicht wirklich viele gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Wenn sie zum Beispiel die Polizei angerufen haben, können Sie mir helfen, mein Trecker ist gestohlen worden, dann hatte die Polizei oft keine Zeit, wegen zu wenig Personal. Das ist nicht gerade förderlich für ein gutes Verhältnis zur Regierung und zur Polizei. Und in dem Moment, wo man dann selbst... Es gibt nur wenige Fernsehberichte über solche Razzien. Die Polizei will ihre Leute schützen und den Kriminellen keine Bühne bieten. Floris Hofacker ist Ranger, arbeitet für Staats Bosbeheer, einer Organisation zur Verwaltung und Pflege der staatlichen Wälder und Naturschutzgebiete. Er und seine Kollegen stoßen immer wieder auf Hinterlassenschaften der organisierten Kriminalität. Die Abfälle der Drogenlabore landen regelmäßig in der Natur, verursachen enorme Schäden. Vor ein paar Monaten sah es hier plötzlich so aus. Fässer und Kanister voll mit hochgiftiger Säure. Über Nacht von irgendwem hier abgeladen. Die Täter, die Hintermänner, unbekannt, wie so oft. Das Aufräumen war mühsam. Das sind Menschen, die nicht interessiert, was mit unserer Umgebung tut. Das sind Leute, die es nicht interessiert, was mit unserer Umwelt passiert. Sie könnten es ja irgendwo in einem Industriegebiet auf dem Asphalt liegen lassen, was der Umwelt nicht so schaden würde. Aber sie haben es einfach eilig. Sie haben eine ganze Menge Chemikalien dabei, viele tausend Liter, die sie einfach loswerden müssen. Und zwar so schnell wie möglich. Denn solange du das bei dir hast und von der Polizei erwischt wirst, läufst du Gefahr, ins Gefängnis zu kommen. Es geht also darum, so schnell wie möglich an einen verlassenen Ort zu kommen und so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Dann ist die Arbeit erledigt. Der Schaden war massiv. Große Mengen an Erde mussten ausgetauscht werden. Wochenlang wurde Grundwasser abgepumpt. Auch die niederländischen Wälder sind gefährdet. Gerade im Schutz der Bäume versuchen die Kriminellen immer wieder, ihre Drogenabfälle loszuwerden. So wie bei diesem Parkplatz am Waldrand. Vermutlich lief die Säure direkt aus einem Auto heraus, über ein Rohr oder einen Schlauch in einen Graben hinein. Das war erst gar nichts Besonderes, was hier zu sehen war, außer einem etwas seltsamen Leuchten am Boden. Nur der Geruch war da. Wir konnten erst nicht abschätzen, dass es so viel sein würde. Es ist ja auch direkt in den Boden eingesickert. Und dann hat man es mit einer riesigen Umweltverschmutzung zu tun, die man erst nicht sehen kann, wo auch viele Leute erst einmal durchgelaufen sind. Nach und nach wurde den Förstern klar, wie groß der Schaden war. Eine Spezialfirma musste den Boden sanieren, Pumpsysteme installieren. Grundsätzlich musste in den Niederlanden bislang erst einmal derjenige bezahlen, dem das Grundstück gehört. Demnächst soll der Staat die Kosten übernehmen. Der Schaden im Wald kostete rund 80.000 Euro. Die Gerichte in den Niederlanden urteilen oft sehr mild. Im Jahr 2021 wurde ein Mann verurteilt, der tausende Liter Säure in die Brabanter Landschaft gekippt hatte. Er bekam eine Bewährungsstrafe und musste 5.000 Euro zahlen. Aber für die Natur ist der Schaden groß. Das hier ist zum Beispiel eine amerikanische Eiche. Dieser Baum ist etwa 70 Jahre alt. Der kann auch noch viele Jahre älter werden. So ein Baum ist wichtig für Fledermäuse, aber auch für Baummarder. Es können dort Spechte drin brüten. Und wenn so etwas, sagen wir mal, durch Drogenabfälle oder Umweltverschmutzung verloren geht, dann kostet das Geld. Aber dieser ökologische Mehrwert, den sie in diesem Moment auch verloren haben, lässt sich nicht in Geld ausdrücken. Der Umsatz mit synthetischen Drogen aus den Niederlanden wird auf 19 Milliarden Euro geschätzt. Eine Übung der Polizei. Die Situation: ein verstecktes Drogenlabor.
Ein Krimineller wird draußen verfolgt und flüchtet in das Labor. Verfolgt von ganz normalen Streifenpolizisten, die nicht ahnen, wo sie hier hineingeraten. Die Apparate, die Säurebehälter, wirken echt. Sie sind es auch. Wurden aus einem illegalen Labor konfisziert. Die Polizisten sind zurückhaltend, trauen sich nur langsam heran. Es dauert fast 3 Minuten bis zur Festnahme. Kripo-Beamte mimen die Kriminellen. Freek Pecht leitet die Übung. Er hätte es gern, wenn möglichst viele Streifenpolizisten dieses Training machen. Denn so etwas könnte draußen jederzeit Realität werden. Okay, Leute, Ende der Übung. Hast du das gesehen oder hattest du nur einen Blick auf dich? Nein, ich stand hier und dann sah ich die Apparaturen und ich wollte nicht dahin wegen der Explosionsgefahr. Wenn es hier zu einem Kampf kommt und sich all diese Schläuche lösen, haben wir wirklich ein Problem. Ging mir genauso. Ich habe von Anfang an rückwärts gedacht, weil ich so wenig wie möglich nach vorne wollte. 2. Durchgang. Die Beamten wissen nun, worauf sie achten müssen, was in einem Drogenlabor hochgefährlich sein kann. Sie sollten auch keine Schusswaffen einsetzen. Weil Drogenköche nicht aufgepasst haben, sind schon Labore in die Luft geflogen. Es hat Explosionen mit Toten gegeben. Das alles müssen Polizisten in den Niederlanden wissen, vor allem in der Provinz Brabant. Der Polizist kommt hier unverhofft in eine Situation hinein und hat nicht mal eine richtige Schutzausrüstung dabei. Der hat keine Handschuhe an, der hat keine Gasmaske auf. Sie sollen nicht wahllos hinter dem Verdächtigen herlaufen, sondern immer darauf achten, was sehe ich um mich herum. Und wir haben das erste Mal gesehen, dass sie etwas mehr Abstand zu den Verdächtigen gehalten haben. Jetzt, beim zweiten Mal, ging es besonders schnell. Denn jetzt kennen sie die Situation schon einmal. Aber das Bewusstsein für all diese gefährlichen Risiken ist sehr wichtig. Das ist auch ein Lernziel. Du kannst einem Verdächtigen hinterherlaufen, aber sei dir immer deiner Umgebung bewusst. Die Polizei hat schon überall in der Region Drogenlabore entdeckt und abgeräumt. Einmal gab es für Freek Pecht und seinen Kollegen Erik Paskier sogar einen Fall mitten in der Stadt Tilburg. In einer Arbeitergegend. Im Gebäude einer Hinterhofwerkstatt. Gut getarnt, aber dann doch nicht gut genug. Eine Drogenküche, ein Lager voller Chemikalien, unmittelbar zwischen Wohnhäusern. Das hat sogar die Polizei überrascht. Die Kriminellen müssen sich bei ihrem Geschäft hier sehr sicher gefühlt haben. Wir haben dann von den Anwohnern gehört, dass weiße Lieferwagen gekommen sind. Dann öffnete sich das Tor nach innen. Die weißen Lieferwagen wurden hier reingefahren und dann wurde das Zeug aus den Lieferwagen in das Labor geladen und natürlich wurde der Abfall wieder weggebracht. Auf der linken Seite gab es auch einen Innenhof, wo manchmal Müllfässer mit Abfall bereitstanden, um entsorgt zu werden. Da war auch noch so etwas wie ein Zaun. Polizeifotos nach der Razzia. Wie immer jede Menge Kanister mit Säuren, teilweise hochexplosiv und ätzend. Die Polizei musste gut überlegen, wie sie ihren Zugriff absichern sollte. Wir haben uns auch mit dem Bürgermeister beraten, als das Labor gefunden wurde, ob wir eine Evakuierung vorbereiten sollten, dass die angrenzenden Häuser auf beiden Seiten möglicherweise evakuiert werden müssen. Das war zum Glück dann nicht notwendig. Aber wie auch immer, die Anwohner sind natürlich schockiert, wenn die Polizeiautos die Straße blockieren und die Absperrungen da sind und die Leute kommen und fragen, ich will zu meinem Haus, was ist da los? Die Drogenbanden operieren oft unabhängig voneinander und sie verstecken sich gut. Femke van der Plaas bereist viel das Land, trifft Bauern, bespricht sich mit Amtsträgern. Das Rathaus der Kleinstadt Walre ist neu. Das alte wurde 2012 komplett zerstört. 2 Autos, vollgeladen mit Benzin, wurden nachts hineingesteuert. Vermutlich ein Racheakt. Davor hatte die Gemeinde ein Drogenlabor schließen lassen. Bürgermeister Jan Buhlhauer wurde auch persönlich mehrfach bedroht, weil er die organisierte Kriminalität bekämpft. Ein Erfahrungsaustausch mit der Vertrauensfrau vom Bauernverband. Er waren 2 Dinge, die mich echt
Da waren zwei Dinge, die mich wirklich getroffen haben. Das erste war, als sich herausstellte, dass Kriminelle einen Brandstifter angeheuert hatten, um mein Privathaus niederzubrennen. Und das zweite war, als irgendwann die Polizei bei uns im Haus im Zimmer stand und sagte, dass Gefahr droht, weil jemand verhaftet worden ist, der mit einer Kalaschnikow und Handgranaten auf dem Weg war zu meinem Haus. Femke geht es darum, die Bauern besser zu schützen. Es ist wichtig zu wissen, wie die Drogenbanden vorgehen, wie sie Kontakte knüpfen, wie sie an die leeren Scheunen herankommen. Ich hatte auch mit Landwirten zu tun, die bedroht wurden. Ja, und das geht immer sehr subtil. Da kommt jemand und fragt, ob sie die Scheune benutzen können und sie wollen viel Geld zahlen. So 1.000 Euro pro Woche für die Benutzung der Scheune. Und wenn jemand dann antwortet, nein, das mache ich nicht, weil ich damit nicht anfangen will. Tja, dann sagt so ein sehr anständiger Herr mit einem sehr gepflegten Anzug und einem sehr gepflegten Auto, aber Sie leben doch in einer sehr abgelegenen Gegend. Und Ihre Kinder? Sie müssen jeden Tag über diese einsame Straße zur Schule gehen, nicht wahr? Fühlen Sie sich damit sicher? Ja, in diese Richtung geht das. Und diese Geschichten, die kennst du auch. Die Fälle, die kennen jij ook. Diese Fälle kommen immer wieder vor. Aber es passiert auch zum Beispiel, dass sie einfach an allen vorbeifahren, ohne Drohungen. Weil es auch eine Art Geschäftsmodell ist, einfach nur zu gucken, wen man gerade tatsächlich trifft. Es ist auch wahr, das sind Jungs, die da eine Nase für haben. Zu wissen, um zu verstehen, wer ist in finanziellen Schwierigkeiten, wer hat schon mit seinem Unternehmen zu kämpfen, wem steht das Wasser bis zum Hals. Ja, oft kann man es auch schon von außen sehen, dann wissen sie, wo sie hin müssen. Synthetische Drogen fordern viele Opfer in den Niederlanden. Hier wohnt Nicolette Kopen, die Mutter von Daniel. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sie aussah. Das ist Daniel. Und wie Sie vielleicht sehen können, sie hat lange Haare und ich habe kurze Haare. Aber sie ist wirklich meine Tochter. Und sie sieht mir sehr ähnlich. Darauf bin ich auch immer ein bisschen stolz. Und da bin ich auch immer stolz. Daniel wurde 21 Jahre alt. Sie starb, nachdem sie Ecstasy genommen hatte. Das war im Sommer 2016. Ich sage immer, es gibt ein Leben vor dem 26. Juli 2016 und ein Leben nach dem 26. Juli 2016. Natürlich bin ich immer noch Nicolette, aber ich habe mich verändert. Denn das Leben ist nicht dasselbe und ich bin nicht mehr vollständig. Ich vermisse ein Stück von mir selbst. Daniel wurde aus mir herausgeboren. Und sie ist nicht mehr hier, nicht mehr leibhaftig, nicht mehr im irdischen Leben. Dass Daniel überhaupt Ecstasy genommen hatte, das hat hinterher viele überrascht. Und keiner weiß, welche Substanzen tatsächlich in den Pillen enthalten sind. Dit is haar hand. Das ist ihre Hand. Das habe ich machen lassen, als sie schon tot war. Und wir haben das hier, ich weiß nicht so recht, wie ich es beschreiben soll, aber man muss es eindrücken. Das haben sie später mit Gips gemacht. Ja, das ist wirklich ihre Hand. Und manchmal lege ich meine drauf. Für das Gefühl. Und das ist ihr Bauchnabelpiercing. Und das ist ihr Haar. Manchmal rieche ich noch daran. Aber es riecht anders. Ich rieche nicht mehr Daniel. Aber das hier ist ganz und gar Daniel. Und das ist immer noch das Einzige, was noch da ist, was wirklich noch greifbar ist. Was ich von ihr habe, was echt noch tastbar ist.
Nach dem Tod ihrer Tochter hat Nicolette Kopen beschlossen, etwas gegen den zunehmenden Drogenkonsum zu unternehmen. Sie hat eine Stiftung gegründet, die Stiftung Team Danielle. Das Ziel? Junge Menschen besser über die Risiken aufzuklären. Die niederländische Regierung hat wirklich viel getan, um das Problem anzugehen. Sie haben Geld dafür ausgegeben, damit Drogenlabore geräumt werden können. Aber in den Lehrplänen der Schulen, da hat sich noch nicht viel geändert, um nicht zu sagen nichts. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Tom besucht sie Schulen, quer durchs ganze Land. Überall hin wird sie von Lehrern und Schulleitungen eingeladen. Es hat sich herumgesprochen, dass Nicolette eine andere, eine direktere Art hat, die Mädchen und Jungs anzusprechen. Sie weiß, wie das abläuft mit den Partydrogen. Sie erzählt von den Erfahrungen vieler Ecstasy-Konsumenten. Samstagabend kein Schlaf, Sonntag wenig schlafen. Montag werde ich wach, Scheißtag. Fühle mich nicht gut. Egal, ich schlepp mich da durch. Und dann ist Dienstag. In England sagen sie Suiziddienstag. Am Dienstag bringen sich mehr Menschen um nach dem Drogenkonsum am Wochenende. Das sitzt. Und wenn Nicolette über den Tod ihrer Tochter spricht, trifft das viele. Zum Schluss verteilt sie noch Broschüren und Aufkleber ihrer Stiftung Team Danielle. Heute hat sie gleich mehrere Klassen gehabt. Man merkt, wenn sie reinkommen, meist sind sie da nicht besonders motiviert. Aber wenn sie wieder rausgehen, merkst du, dass sie anders drauf sind. Und dann ist es gut. Das macht mich glücklich. Femke van de Plaas, die Vertrauensfrau vom Bauernverband, ist auf dem Weg zum nächsten Bürgermeister. Die Kleinstadt Labeck, 23.000 Einwohner. Ein Rathaus mit einem Felsbrocken vor dem Eingang. Bürgermeister Frank van der Meeden wartet schon. Willkommen im Haus der Demokratie, Femke. Das ist unser Ratssaal. Ist er neu? Naja, 14, 15 Jahre alt. Hier tagt der Gemeinderat. Der Bürgermeister wurde selbst auch schon bedroht, nimmt kein Blatt vor den Mund. Um diesen Krieg gegen die Drogenkriminellen zu gewinnen, die wieder einmal sehr viel Geld verdienen und das ganze Land behelligen, wir brauchen mehr Engagement von der Justiz, von der Polizei und von Menschen, die auf die Barrikaden gehen. Und da haben wir noch eine große Schlacht zu schlagen. Ich bin nicht unbedingt optimistisch, ob wir das schaffen können. Wir haben noch einen sehr großen Kampf und einen langen Weg vor uns. Und diese Verantwortung liegt nicht nur bei den Niederlanden, sondern auch bei all jenen, die die Drogen einnehmen. Auch das ist eine Form von Gegenseitigkeit. Wir bekämpfen hier also die Quelle, die Herstellung, den Anbau von Drogen. Aber die werden in ganz Europa eingenommen. Der Bürgermeister ist stolz auf das Rathaus. Und er will sich und die Menschen, die dort arbeiten, schützen. Darum liegt der Felsbrocken da. Dieser Stein liegt nicht einfach so hier ohne Grund. Das hat auch etwas mit der Sicherheitslage zu tun. Bei anderen Rathäusern sind sie mit Autos hineingefahren. Den haben wir hier hingelegt aus Sicherheitsgründen, um uns ein wenig vor böswilligen Leuten zu schützen. Sieht aus wie ein normaler Stein, aber so ist es nicht. Steinbarrieren zum Schutz vor den Autobomben der Drogenbanden. Femke van de Plaas informiert sich über die Taktiken der Gemeinde. Nach dem Gesetz können die Behörden auch die Immobilieneigentümer sanktionieren, in deren Häusern Drogen produziert werden. Drüben auf der anderen Seite hat man ein Gebäude dicht gemacht. Das haben wir ein Jahr lang geschlossen. Dort steckte ein Ecstasy-Labor im Anbau. Ein paar Leute wurden verhaftet.
Das war schon ein schweres Verbrechen. Wir haben auch mit dem Eigentümer gesprochen und ihm erklärt, was wir tun werden. Und wir haben das auch breit kommuniziert, weil es ziemlich viele Konsequenzen hat und nicht nur das Grundstück und die Eigentümer die Leidtragenden sind. Übrigens ist der Eigentümer voll verantwortlich für das, was dort geschieht. Ja, das erklären wir auch oft, dass ein Eigentümer immer wissen sollte, was in seinen Räumlichkeiten passiert. Nie wegschauen. Nicht wegschauen und handeln, wenn die Dinge nicht in Ordnung sind. Und man sieht auch, dass es der Nachbarschaft etwas bringt, wenn man so eine Immobilie für ein Jahr schließt. Ja, das sind die Aufgaben, vor denen wir stehen. Und an sich sind wir dann auch ganz entschlossen. Sind Sie wieder zurückgekommen? Hat sich das wiederholt? Nicht in den letzten Jahren, aber früher ist das schon vorgekommen. Heute passiert das nicht mehr. Wenn wir schließen, ist es endgültig. Der Widerstand gegen die organisierte Drogenkriminalität in der Provinz wird stärker. Viele Bürgermeister fordern inzwischen mehr Polizei und härtere Urteile. Auf diesem Friedhof liegt Danielle begraben, die Tochter von Nicolette Kopen. Die junge Frau, die wegen ein paar Ecstasy-Pillen aus einem der illegalen Drogenlabore gestorben ist. Danielle wurde nur 21 Jahre alt. Einige Leute hinterlassen ja manchmal eine Karte für Danielle und eine Blume. Und dieses Kärtchen wurde Danielle von Tamara gebracht. Tamara ist eine Freundin von Danielle. Liebe Danielle, mach von dort oben noch eine tolle Party. Du wirst so sehr vermisst, Schatz. Einen dicken Kuss. Tamara, Danny und Leon.